Ich habe die Kommode damals zusammengebaut, ganz alleine, ohne Hilfe. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das gemacht habe. Und ob ich die jetzt alleine wieder auseinandergeschraubt kriege. Bei mir sieht es auch gerade ein bisschen wüst aus, weil überall Zeug aus der Kommode rumsteht. Also was in der Kommode drin war, beziehungsweise drauf stand. Und ich hoffe, dass die IKEA-Päckchen heute auch wirklich ankommen. Eins sollte schon am Donnerstag kommen, das wurde aber jetzt auch Samstag verschoben. Und jetzt steht für beide halt der Samstag drin und ich hoffe, dass die heute auch wirklich ankommen. Ich habe mir jetzt einfach die IKEA-Anleitung runtergeladen und werde jetzt einfach die Kommode in umgekehrter Reihenfolge auseinandernehmen. Ha! Big Brain Time. DHL war gerade da und es wurde ein Päckchen geliefert. Und es ist natürlich die Frage, was wird es sein? Ist es der Kleinkram, mit dem ich jetzt noch nicht so viel anfangen kann? Oder ist es der Tisch? Warum habe ich Tisch so komisch gesagt? Oder ist es der Tisch? Meine Güte. Ich habe schon lange keine Laber-Vlogs mehr gedreht. Hier ist das Päckchen mit dem anderen Kleinkram. Der Tisch sollte eigentlich schon, wie ich vorhin schon erwähnt habe, am Donnerstag geliefert werden. Und dann hieß es, er kommt gestern und dann hieß es, er kommt heute und heute ist er aber immer noch nicht da. ja, ich habe mir eine kleine Kunstpflanze bestellt, weil ich muss mal die Musik leiser machen. Ja, ich habe mir eine Kunstpflanze gekauft, weil ich zum einen eine Katze habe, die sehr gerne alles Mögliche runterwirft und anknabbert und zum anderen, weil ich einfach überhaupt keinen grünen Daumen habe und Pflanzen bei mir sterben. Deshalb eine Kunstpflanze. Dann habe ich neue Bettwäsche gekauft, weil die ich jetzt drauf habe, schon sehr alt ist. Das ist so ein Verstautaschen-Dings für unters Bett. Dann habe ich hier so ein Tablett-Etagieren-Dingens gekauft, auch für auf das zukünftige Regal. Und nochmal zwei Dröhnerboxen, das sind diese. Da. Ja. Die Stapelshow, na nun geht's los. Seid ihr bereit? Ach, das ist so schlimm. Thank you.
Tisch ist da. Yay! Hier diese wunderschöne Lampe stehen, die ist aus einem echten Buchenstamm, Zweig, Ast, Ding. Die hat Maxim selber gemacht. Ich kann die aber noch nicht nutzen, weil da noch ein neuer Schalter dran muss. Da muss so ein Dimmschalter dran, weil diese Glühbirne unglaublich hell ist. Also wenn du die einschaltest, dann brennst du erstmal komplett die Augen raus. Aber irgendwann haben wir einen Dimmschalter dran und dann können wir sie nutzen und sie passt halt einfach perfekt auf diesen Schreibtisch. Ja, das hier sieht jetzt noch ein bisschen übel aus, aber ich hoffe, dass ich bald ein schönes Regal finde, was ich dann da hinstellen kann. Und dann kommt das da rein. Das Regal ist da. Juhu. Ich musste mit dem Regal jetzt ein bisschen improvisieren. Ich habe jetzt hier meine Hobonichi-Sachen stehen. Eigentlich sollte hier noch so eine Trönerbox rein. Da sind Handtücher drin und ich habe noch eine andere Box, in der meine ganze Wolle, also meine Häkelsachen und meine Sticksachen drin sind. Aber dieses Brett hier ist ein bisschen schmaler als das da unten und deshalb würde die Box in etwa so weit rausstehen und das sieht blöd aus. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen rumgebastelt und ja, jetzt eben meine Hobonichi-Sachen da stehen, weil ich dann sowieso an dem Tisch sitzen werde, wenn ich dekoriere und bastel und male und journale und so. Genau, ich zeige euch jetzt das Endergebnis, würde ich sagen. Juhu!